Ja, grüß euch. Ich darf euch heute einmal indoor begrüßen, weil ihr alle auf online gingen. Und zwar, ich möchte euch da heute mitnehmen zur alpenländischen Kanu-Anleitung. Ja. Und ich darf euch mal gerne sagen, was man da so braucht dazu. Dann habe ich da einen wasserdichten Sack mit, den braucht man aber nicht. Und apropos, mir ist eigentlich ziemlich warm. So, schauen wir mal. Also, das Wichtigste ist immer das, weil man ja nicht fahren kann, wenn man fährt, dann braucht man irgendwas, damit man die anderen verscheicht, dass sie einen Platz machen. So, das tun wir gleich da gut rein. Dann haben wir noch was mit, nämlich ein kleines Jausenmesser, weil ja, müssen wir unbedingt auf jeden Fall dabei haben. Und sowieso das nächste, weil wir machen da ja gerade eine Nachtaufnahme, darum haben wir da so ein Funzel brennen, sonst da hat man ja gar nichts gesehen von dem ganzen Kramuri da drinnen. Aber das werden wir dann gleich ersetzen mit dem guten kühlen Getränk, was uns einfach gescheit beschleunigt. Ich habe nur ganz was Wichtiges vergessen. Wenn man nämlich so mit so einem schwimmenden Gerät auf dem super Wasser unterwegs ist, muss man auf die Sicherheit achten. Und die Sicherheit ist ganz einfach hergestellt, indem man einfach mal schaut, was man so in der Donau findet, wenn man da so unterwegs ist. Und da ist sicher von irgendeinem Traumschiff auf der Donau die wunderbare Schwimmweste über Bord gegangen. Na Gott sei Dank, weil ich gebe da kein Geld aus für Schwimmwesten. Also, ich habe da eine gefunden. Und wie man sieht, wow, passt. So, meine Lieben, weil wir ja da bei der alpenländischen Kanu-Anleitung sind, kommen wir natürlich nicht umhin, ein alpenländisches Paddel zu verwenden. Ja? Und wichtig dabei ist dieser super ergonomische, stabile Griff, dass man richtig zupacken kann. Dann kommt dazu natürlich die Sicherheitshandschlaufe. Ganz wichtig, dass im Sturm das Paddel nicht verloren geht. Und außerdem, wir haben da herunten nämlich dann so dem Schaft heruntergleitend eine alpenländische Spitze. Wir haben ja bei uns so Bäche und Flüsse und Seen, die alle recht seicht sind. Also mit dem kommen wir in Österreich perfekt durch. Ja, ja, dann kommen wir mal dazu, dass ich gerade einen Besuch kriege von meinem Haustiger. Wunderbar, man sieht, die Flüsse sind bei uns wirklich ganz seicht, die Katze kann da übers Wasser gehen und wird nicht einmal nass dabei. Also, der erste Paddelschlag, um einen Einkehrschwung nämlich richtig hinzulegen, weil wir sind ja bei den Skifahrern in Österreich, heißt es, wir schwenken da das Paddel da so um und dann schauen wir, dass wir nicht aus dem Boot fallen dabei und stechen richtig in das Wasser rein und dann strammeln wir uns um wieder und fahren um die Schremsen rein und dann kurz bevor dann der Wirt das Bier ausschenkt, was wir mit haben, drehen wir sie gleich wieder zurück und schau, sind wir schon wieder da, wenn es zu viel gegangen ist. Ja. Das ist einmal ein Schlag zum Einkehren. Was ich ganz vergessen habe übrigens. Aber ganz, ganz. Ich habe da immer so eine Tonne mit. Wenn ich unterwegs bin, das ganze Jahr, wasserdicht, habe ich da mein Klopapier drin. Das reicht für eine ganze Gruppe, fast so für drei Tage einmal oder für eine ganze Woche fast, wenn wir sparsam sind. Aber nachdem wir ja da bei den alpenländischen Vereinen unterwegs sind, so das geht gerade nicht zu, heißt, doch. Und wir haben gerade so eine super lässige, schwierige Zeit, habe ich mir gedacht, nein, das ist nichts. Ich nehme einfach die nächstgrößte Dosis für mich mit. Prost! Grüß euch! Ich bin der Robert und ich begrüße euch da beim Institut Discover.me. Wir machen da Kanuschulungen, so richtige Ausbildung, dass man richtig gut fahren kann.
Wir machen aber Ausflüge und auch Urlaube und solche Dinge. Und damit ihr einen kleinen Eindruck habt, wie das so ausschauen kann, zeige ich euch jetzt einen Paddelschlag. Und zwar geht es um das, dass wir den Bug vom Boot auf die Seite umkriegen und wieder zurück. Wir haben da ein paar so verschiedene Sachen dabei. Ordentliche Schwimmwesten, ordentliche Bekleidung, wunderbare gute Paddel, immer was erste Hilfe mäßig dabei und dann fahren wir schon los. Paddel nehmen wir ungefähr schulterbreit, dann drehen wir es mit dem Oberkörper, drehen wir sie um, sodass das Paddel ungefähr 30 Grad von der Bootslängsachse auf die Seiten schaut. Beide Arme schauen wir, dass wir es möglichst tief haben und tauchen das Paddel platt. Das ist das da vorne, komplett ins Wasser ein und ziehen dann das Boot zum Paddel. Geht ja wunderbar und butterweich, man hört nicht einmal Platschen heute, unglaublich. Damit wir aber wieder zurückkommen auf die linke Seite, lassen wir das Paddel immer noch so und kippen uns den Griff von dem Paddel auf die Hälfte vom Ohr. Drehen uns den Oberkörper wieder raus, ungefähr 30 Grad, verankern das Paddelblatt wieder im Wasser und ziehen wieder das Boot zum Paddel retour. Damit haben wir schon mal eine Rechtskurve gemacht, eine Linkskurve gemacht, jetzt schauen wir wieder geradeaus und können mit einem normalen Vorwärtsschlag weitermachen. Und wer noch mehr wissen möchte, wer noch mehr lernen möchte und können möchte, damit die eigene Freiheit am Paddeln nur mehr wird, der darf sich bitte auf meiner Homepage melden, www.dis-cover.me oder mich anrufen, beziehungsweise alle Kontaktdaten sind im Abspann von dem Video drinnen. Ich freue mich auf ein wunderbares Paddeljahr, auch wenn es momentan im Trockenen anfängt. Wir werden es schaffen. Und in weiterer Folge werden auf dem Kanal noch einige Paddelvideos folgen. Immer Stück für Stück. Was Kleines, was Rundes zum Trainieren. Viel Spaß dabei. Ja, und jetzt bin ich nur mehr da. Ich habe was Wichtiges vergessen. Ein Bierchen nach dem Paddeln ist voll gut. Lasst es euch schmecken. Für dich. Thank you.